Hätten Sie sich das träumen lassen am Anfang der Saison, dass wir wieder in den Europapokal einziehen? Nein. Sag mal, ich freue mich immer, wenn wir nicht absteigen. Also ich muss echt sagen, ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Also was der Trainer aus denen gemacht hat, Hut ab. Hat Sie es ein bisschen erinnert, diese Saison mit den Darmstädtern an uns damals? Mich hat die ganze Entwicklung bei Darmstadt, also ich bin fasziniert von Darmstadt, muss ich echt sagen. Also ein Verein, der immer ganz unten rumgedümpelt ist, in der dritten Liga sogar, der plötzlich dann in die erste Liga aufgestiegen ist. Also mein lieber Freund. Aber schade, dass es nicht geklappt hat mit den 05ern auf dem Rosenmontagszug durch die Verlegung. Ich bin auch schon auf dem 05er mitgefahren. Da ist der Strutz und ich, wir sind ganz oben gestanden auf dem Wagen und haben gar nicht gewusst, dass da eine Brücke ist am Südbahnhof. Da auf einmal fangen noch, ne? Die Leute an zu schreien und da sind wir gerade runtergesprungen, sonst wäre mir gerade im Kopf gegen das Ding gebogen. Ja, was macht der jetzt, der Harald Strutz, ohne seinen Kompagnon, den Christian Heinl? Ja, das wird eine Umstellung werden, das auf jeden Fall. Wollen wir uns nichts vormachen. Also, der Christian, den liebe ich. Ja, darf man als Mann ruhig auch mal sagen. Ja, ich war ja sein Vorgänger gewesen, ich habe das ja 7 Jahre gemacht, habe ihn dann eingearbeitet, wie ich gemerkt habe, dass er das gern machen wollte. Und der letzte große Deal, den vergesse ich nie mehr, weil der eingeschlagen ist wie eine Bombe, war der Demand. Und den haben wir mit dem Farian, dem früheren Nationaltorhüter, den haben wir in Montabaur auf einer Raststätte, haben wir den festgemacht. Richtig. Ja. Ist ja schwierig bei jemandem wie Christian Heidel, der so lange da war, zu sagen, irgendwie das war so sein größter Erfolg. Aber gerade wenn man sich jetzt irgendwie die Saison auch die Euroleague angeschaut hat mit Jürgen Klopp, war das vielleicht dann doch im Rückblick irgendwie die größte Geschichte, dass er Jürgen Klopp zum Trainer gemacht hat? Auf jeden Fall. Sagen wir, der Klopp ist mir auch dankbar. Ich bin ja derjenige, der nach Mainz geholt hat. Ja? Und das vergisst er mir auch nicht. Ja, wenn er mich sieht, kommt er immer mein Entdecker. Was sagen Sie eigentlich zu Jürgen Klopps Haartransplantation? Ich muss sagen, als Friseur finde ich es sehr toll. Ja. Also ich bin erschrocken, ich sehe ihn plötzlich. Was hat denn der mit seinen Haaren gemacht? Ja. Und also ich muss sagen, steht ihm ja gut. Und da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu. Und das hat er gut gemacht, muss ich sagen. Also fällt mir gut. Das ist schon ein bisschen witzig, oder? Wenn solche Geschichten so hohe Wellen schlagen, auch wie irgendwie die blond gefärbten Haare von Loris Karius diese Saison. Ja, die waren ja wochenlang Gesprächsthema. Ja, er wollte es ja so. Ja. Ist ja hier gemacht worden. Ja. Ja, also wir können ja alle Farben machen. Er wollte es so blond haben. Jetzt hat er sich dann wieder, scheinbar haben zu viele gesagt, es ist zu blond. Vielleicht hat es auch der neuen Freundin nicht gefallen. Auch möglich, ja. Alles möglich. Der Martin Schmidt sieht eher aus, als würde er die Haare gar nicht schneiden. Ja. Ist auch eine Kunst, so zu schneiden, dass man meint, der war noch nie beim Friseur. Gell? So, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie uns aufgesucht haben. Ich bedanke mich sehr herzlich auch für das nette Gespräch, das wir dabei geführt haben. Und alles wunderbar geworden. Dankeschön. Sie kriegen von mir jetzt noch die Original-Wortpiratin-Gummibärchentüte als Dankeschön. Das finde ich ja ganz toll. Kinder, die zu uns kommen mit ihren Müttern, werde ich jetzt was haben, ein Leckerli, und ich würde sagen, die freuen sich bestimmt. Sehr schön. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Dankeschön.